Sie werden anfangs sehr viel Geduld mit ihm haben. Sie sollten den Jungen bei Adoptiveltern unterbringen. Und zwar so schnell es geht. Er ist seinen Eltern weggenommen worden, wurde misshandelt oder sowas. Genaues weiß ich auch nicht. Wer bist du? Ich bin Mikey Trent. Die Trents haben doch kein Kind. Jetzt schon. Du liebst mich nicht mehr. Das ist kein Spielzeug. Das weiß Mikey, ich. Nein! Ich rufe an, weil ich mich nach einem früheren Schüler von Ihnen erkundigen möchte. Sein Name ist Mikey Trenton. Er war in der 4. Klasse. Der Mann war böse zum Truthahn. Jetzt hat er es ihm gezeigt. Offiziell wurde der Fall zu den Akten gelegt. Mikey legt das hin. Das ist kein Spielzeug. Und woher willst du das wissen? Ist er denn nie untersucht worden? Psychiatrisch? Unfälle passieren sehr häufig. Wovon redest du überhaupt? Vom Radio. Das kann gefährlich sein. Und wieso? Wissen Sie denn gar nichts über sein früheres Leben? Er ist ein wunderbarer Junge. Geradezu perfekt. Ich finde, er ist zu perfekt. Ich habe versucht, etwas über Mikey Trentons Vergangenheit herauszubekommen. Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich alles für sie tun. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas mit Mikey nicht stimmt. Es geht so was Merkwürdiges von ihm aus. Ich glaube, Mikey ist in mich verliebt. Ach was, er ist doch erst 9 Jahre alt. Warum magst du mich nicht mehr? Nein! Mikey, nein! Vor den Toten braucht man keine Angst zu haben. Vor den Lebenden schon. Ich brauche alle Informationen, die Sie über Mikey Trenton haben. Was willst du von mir, Mikey? Sein Verhalten ist einfach unnormal. Mikey braucht ein gutes und intaktes Elternhaus. Und nicht vergessen, Jack the Ripper und Freddy Krüger waren auch einmal Kinder. Mikey